Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Womutraum. Wir besuchen dieses Mal das Saartal und freuen uns ganz besonders, euch dorthin mitnehmen zu können. Die Saar ist ja der längste Zufluss der Mosel und an den steilen Schieferhängen der Saar wachsen in besten Weinlagen herrliche Saar-Riesling-Weine heran. Wir konnten ein Weingut besuchen und mit dem Chef des Weinguts über seine Philosophie sprechen. Wir besuchen die Stadt Saarburg und natürlich darf sie nicht fehlen, die Saarschleife. Und dann wird es auch noch ganz schön mystisch. Hallo, hier sind wieder Silvia und Chris vom Womutraum. Und wie ihr wisst, sind wir seit 4 Jahren unterwegs und machen Touren und berichten auch von unseren Touren. Genau, und die könnt ihr dann hier sehen. Genau. Aktuell sind wir unterwegs im Saartal. Genau, und hinter uns dieses tolle Gebäude gehört dem Weingut van Volksem. Genau, und das ist uns aufgefallen in einer Mosel-Werbung. Mosel, wird er sagen? Hat er nicht gerade von Saar gesprochen? Ja, früher hieß dieses Gebiet Mosel-Saar-Ruwer. Und jetzt wird es nur noch in Anführungsstrichen zum Anbaugebiet Mosel gezählt. Darüber sind sicherlich nicht alle glücklich. Das finde ich auch ungerecht eigentlich, weil der Saarwein ist anders als der Moselwein. Wir finden den Saarwein sehr lecker. Sehr schön. Und wir durften auch mit dem Chef hier sprechen von van Volksem. Und also seht selber, was wir in diesem Saar-Video zusammengestellt haben für euch. Was uns nicht hold war, das war das Wetter diesmal leider. Wir haben sehr lange versucht, Regen und schlechtes Wetter auszusitzen. Werdet ihr natürlich nicht viel merken von in dem Video, denn wir sind immer dann, wenn die Sonne durchkam, sind wir sofort losgeflitzt und haben versucht, euch die Schönheiten des Saartales näher zu bringen. Ja, aber nicht zu verwechseln mit dem Saarland. Ja. Hier ist noch Rheinland-Pfalz. Ja, noch. Noch, aber nicht mehr sehr weit. Ja, okay, aber das erfahrt ihr im Video. Genau, so. Also Video ab. Video ab. Nun sind wir unterwegs nach Saarburg, um uns dieses hübsche kleine Städtchen anzusehen. Hier seht ihr neben der Kirche oben auf dem Berg die Burgruine der Saarburg. Die Saarburg wurde 964 das erste Mal urkundlich erwähnt und von dort oben aus hat man einen wunderbaren Blick auf Saarburg und kann sich einen Eindruck machen, wie dieses Städtchen so liegt. Die Altstadt ist einen besonderen Besuch wert. Hier zum Beispiel sind wir am Buttermarkt. Am Buttermarkt gibt es auch sehr viele Restaurants und dort könnt ihr, wenn das Wetter so schön ist wie bei unserem Aufenthalt, auch gut einkehren. Und was ihr hier vorne seht, ist das kleine Flüsschen Leuk. Die Leuk fließt mitten durch Saarburg und stürzt dann über einen Wasserfall 18 Meter tief in die Unterstadt. Das ist absolut sehenswert und insgesamt könnt ihr euch in Saarburg noch die ein oder andere Sehenswürdigkeit anschauen. Die Stadt Saarburg hat sich übrigens im Jahr 2022 solidarisch gezeigt mit den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und hat besonders schwer Betroffenen von dieser Flutkatastrophe Reisegutscheine zur Verfügung gestellt, die diese für eine einwöchige Auszeit im Saartal nutzen konnten. Rund 100 Menschen haben in diesem Jahr davon Gebrauch gemacht.
Seit dem 17. Jahrhundert ist die Saar als Schiffsweg bekannt. Seit 1974 wurde der Unterlauf der Saar von Konz an der Mündung zur Mosel bis nach Saarbrücken für die Schifffahrt ausgebaut. Auch große Frachtschiffe können dort bis 3 Meter Tiefgang fahren. Als letzter natürlicher Teil der Saar ist der Wiltinger Saarbogen übrig geblieben. Er ist heute Naturschutzgebiet, 167 Hektar groß und umfasst die unterschiedlichsten Biotoptypen eines Flusses. Man kann in diesem Gebiet wandern und aber auch Paddeltouren oder Kanutouren unternehmen. In einer Werbebroschüre über die Moselregion war uns das Bild eines ganz besonderen Weingutes an der Saar aufgefallen. Dort wollten wir unbedingt hin. Van Volxem, ein Weingut der ganz besonderen Art. Und was wir dort erlebt haben, und wir hatten auch die Gelegenheit mit Roman Niewot-Nitschanski, dem Chef, zu sprechen, war extrem beeindruckend. Seine Philosophie des Weinbaus aber hört am besten selbst. Meine Idee war, einfach ein Weingut zu gründen, das an einer sehr, sehr reichen Geschichte anknüpft. Schon, wir sind hier in einer sehr kulturreichen Region. Sie kennen Trier mit der Römerzeit, Sie haben sich die großen Klöster angeschaut, aber der Saarweinbau, wie auch der Huberweinbau, hat eine sehr, sehr reiche Geschichte, wie auch die Mosel insgesamt. Wir haben eine 2000-jährige Geschichte mindestens. Und was viele nicht wissen, ist, dass die Weingüter dieser Region in der Zeit um 1900, etwa 1880, weltweit mit die anerkanntesten Betriebe waren für Weißweine. Ich habe ihm eben Dokumente gezeigt aus New York, aus dem Ritz-Carlton New York, aus dem Ritz Paris, aus Königsberg, aus Moskau, aus Petersburg, aus Paris, aus London, aus Kopenhagen und Stockholm. Die zeigen, dass unsere Weine, die Moselweine und vor allem die Saarweine an der Spitze, mit die begehrtesten Weißweine der damaligen Zeit waren. Und da ich mich sehr stark für Geschichte interessiere, da ich alte Dokumente liebe, konnte ich Unterlagen und auch Handschriften finden und Originalpreislisten aus diesen Restaurants und konnte eben auch zeigen, welchen Stellenwert diese Weine gehabt haben. Und das in Verbindung mit Blick auf den Klimawandel, der den Weinbau in Deutschland sehr stark verändert, hat mich dazu motiviert, hier in der Region zu investieren und hier einzusteigen und hier den Beruf des Winzers zu lernen, um eben vielleicht eines Tages eines der führenden Weingüter in Deutschland aufzubauen. Das war die Idee. Wir wollen hier Weine erzeugen, die sehr trinkfreudig sind. Und die vor allem dann nochmal, wenn Sie die Frage nach der Vision fragen, ich hatte die Idee, dass Menschen in der Zukunft weniger Alkohol trinken werden. Ich hatte die Idee vor 20 Jahren, dass als gekauftes Weingut im Jahre 2000, ich hatte die Idee, dass gerade Menschen mit Bildung tendenziell Weine mit wenig Alkohol konsumieren werden und fühle mich heute daran sehr bestätigt. Als ich angefangen habe, ganz 20 Jahren, haben die meisten über mich gelacht. Inzwischen sind wir einer der beiden einflussreichen Betriebe hier im Moseltal. Das ist ja in der Saar, im Seitental der Mosel. Und ich glaube, dass wir gerade mit Blick auf die Entwicklung der Konsumentenbedürfnisse in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr erfolgreich sein können. Der Klimawandel wird weitergehen, der Weinbau wird sich weiterhin verändern und er wird sich auf die kühlen Regionen zurückziehen. Und das hier ist eine der kühlsten Regionen in Deutschland, in der man eben sehr aromatische, trinkfreudige, alkoholarme Weine erzeugen kann. Und das ist die ganze Kunst. Nicht ohne Grund wächst in diesem Dorf der begehrteste Jungwein der Welt. Mein Nachbar Jan Müller hat den Weltrekord mit über 20.000 Euro pro Flasche. Absolut einzigartig auf der ganzen Welt. Und das ist hier in Wiltingen an der Saar. Und das ist etwas, was auch das wissen die meisten Deutschen nicht. Die meisten Deutschen denken, das ist ein Bordeaux oder ein Burgunder oder vielleicht ein Champagner. Nein, das ist ein deutscher Wein aus Wiltingen an der Saar, der diesen Titel tragen darf. Seit vielen Jahren der begehrteste und teuerste Jungwein der Welt. Ja, wir sind hier in meiner Manufaktur. Nicht ohne Grund nennen wir es nicht Kellerei, wir können es auch Kellerei nennen. Wir haben 85 Hektar Steillagen, das ist schon die Größenordnung einer Kellerei. Aber wissen Sie, alle Schritte hier werden von Hand gemacht. Und Exzellenz ist immer das Resultat von Präzision. Und Präzision kann ich immer von Hand besser ausführen als mit Maschinen. Und deswegen ist das hier eine Manufaktur und Handarbeit, von eine Pflege der Reben von Hand. Wir berühren jede Rebe etwa 17, 18 Mal im Jahr. Wir betreiben sehr viele Qualitätsmaßnahmen von Hand, Traubenteilung, Entblätterung und ganz, ganz viele Sachen, die man alle am besten nur mit der Hand machen kann.
Und dann werden die Trauben geerntet in mehreren Erntedurchgängen und dann von Hand nochmal sortiert. Also alle Trauben werden hier auf Sortierbändern sehr, sehr akkurat, sehr präzise sortiert, um sie in überreife, reife und vielleicht nicht ganz so reife Trauben zu trennen und um in der Lage zu sein nachher, unter Verzicht auf moderne önologische, also moderne Hilfsmittel, das heißt unter Verzicht auf sogenannte Schönungen, eben also Hilfsmittel, hier den Wein zu erzeugen zu können. Wir sind ein Betrieb, der im Keller komplett natürlich arbeitet und damit einer Idee von Naturwein folgt, wie sie um 1900 eben auch den Verband der Prädikatsweingüter geprägt hat, dessen Gründungsmitglied wir hier in Wildingen auch sind. Also wenn ich ehrlich sein darf, das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Es hat auch lange gedauert. Wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Jahre lang gebaut und auch der Planungsprozess war sehr lang. Ein Team von Architekten aus Italien hat dann letztlich das umgesetzt, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe hier in einem sehr, sehr kleinen Team überlegt, was könnte denn ein neues Weingut, was braucht es, und habe dann sehr, sehr konsequent mit meinem Team die Abläufe diskutiert und es dann so gebaut, wie es so ökonomisch, so natürlich, so energieschonend, ressourcenschonend, wie nur irgendwie möglich sein kann. Und das ist auch das erste Weingut. Das ist ein Weingut, in dem wir einen sehr großen Teil unseres Strombedarfs mit Photovoltaikanlagen nutzen. Wir haben ja sehr viel Technik angebaut, um mit dessen Hilfe, mit dieser Hilfe von moderner Technik eben auch Energie sparen zu können. Sie sehen, dass wir in einem sehr großen Keller sind. Die Kellerräume hier sind etwa 3-mal so groß wie das Gebäude oben drüber. Damit sparen wir auch Energie zum Kühlen. Und Sie hören jetzt gerade in diesem Moment diesen wunderschönen Klang des gärenden Weines, die gesamten Tests aus allem gären. Das hört sich ganz toll an. Und Sie erleben also einen Keller, der perfekte Rahmenbedingungen für Spitzenweine bietet. Diese Region hier ist eine Region der Spitzenweine. Wir sind eines der auch international anerkanntesten Gebiete auf der Welt. Und wir freuen uns, dass unsere Kunden, die sitzen jetzt gerade in diesem Augenblick, am Sonntagmittag jetzt gerade im Restaurant in Kopenhagen, in Stockholm, in New York, in Hangzhou, in China, in Taiwan oder Südkorea. Dort werden unsere Weine getrunken und dort spielen inzwischen deutsche Weine eine ganz, ganz bedeutende Rolle im Bereich der Premiumweine. Ja, das Gebäude wurde geplant von einem Team von Architekten. Wir hatten verschiedene Fachplaner aus verschiedenen Ländern, aber das wichtigste Team war das Team ArchTV, 6 Dottores aus Mailand und aus Meran und aus Ternan, aus Südtirol. Und die haben mich begeistert mit ihrer Leidenschaft für Details. Auch ich bin von den Details, ich liebe Details. Und wenn Sie hier reinschauen, Sie sind hier über Stein, das sind Steindecken, Steinwände, Steinböden, auch draußen alles als Tabellin hingehalten. Ich wollte etwas bauen, was eine hohe Wertigkeit darstellt und gleichzeitig aber sich wunderbar in die Landschaft integriert. Also ich bin kein Fan, ich liebe moderne Architektur, aber ich liebe eine gute moderne Architektur. Und eine Architektur muss immer den Menschen und auch der Landschaft dienen über ihr Leben hinaus. Das war meine Idee, dass wir auch Nachhaltigkeit, wenn Sie uns besuchen kommen, dann können Sie, wir haben 8 Ladestationen, wir laden unsere Kunden dazu ein, ihre Autos, Elektroautos kostenfrei zu füllen mit Strom. Wir sind in vielen, vielen Prozessen, haben wir das Thema der Nachhaltigkeit sehr beachtet und wir wollen Sie begeistern. Sie können auf unserer Terrasse ein Glas Wein trinken, Sie können hier Weinproben durchführen und 2-mal im Jahr im Mai, ersten Maiwochenende und im ersten Septemberwochenende präsentieren wir hier die Weine und dann sind wir auch offen. Das heißt, Sie können uns auch zwischen Dienstag und Sonntag hier jederzeit besuchen. Wir haben eine große, wunderschöne Winothek und ich freue mich, dass Sie hier sind und sich für uns interessieren und dass Sie einfach Freude an den Weinen haben, die wir erzeugen. Der Tag an der Saar begann sehr neblig. Wir waren auf dem Weg zu einer ganz besonderen kulturellen Sehenswürdigkeit, der Klause-Kastel-Staat. Der Nebel lichtete sich jedoch bald und wir sollten am Elisensitz noch zu ganz besonders stimmungsvollen Aufnahmen kommen. Everyone's here.
Wow, so schön. Wir waren froh, mal wieder zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen zu sein. Der Elisensitz war nach der Überlieferung der Lieblingsplatz von Kronprinzessin Elisabeth von Bayern, der Gemahlin des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen. Hoch über der Saar, auf der Spitze eines vorspringenden Sandsteinfelsens, liegt die Klause von Kastelstaat mit einem traumhaften Blick ins Saartal. Die Ursprünge der Klause gehen auf das 13. Jahrhundert und die Kreuzzüge zurück. Damals wurden auch zwei Kammern in den Sandsteinfelsen gehauen, die an Golgotha erinnern sollten. Im frühen 17. Jahrhundert baute ein Franziskanermönch eine zweigeschossige Kapelle in den Fels. Es war dann der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV., der die verlassene Ruine nach 1833 zu einer Grabkapelle für den 1346 in der Schlacht von Crécy gefallenen König Johann von Böhmen ausbauen ließ. Kein anderer als der berühmte preußische Architekt Karl Friedrich Schinkel fertigte die Entwürfe für diese Kapelle. Schinkel gestaltete den Aufbau im Sinne südländischer Romantik mit Rundbogenfenstern, Säulenarkaden und einem an italienische Vorbilder erinnernden Glockengiebel. Außerdem kann man hoch über der Saar noch eine bizarre Felsenlandschaft erwandern und hat schöne Ausblicke in die Tiefe. Von dieser wunderschönen Aussicht konnten wir überhaupt nicht genug bekommen und haben deshalb dort noch eine ganze Zeit verbracht, um Fotos und Videoaufnahmen zu machen. Ein absolutes Muss ist der Besuch der Saarschleife bei Orscholz. Versäumt dort auf keinen Fall den Baumwipfelpfad zu besuchen, denn dieser Baumwipfelpfad ist wirklich sehr sehenswert. Er ist 1250 Meter lang, führt durch Mischwald und ihr erreicht als krönenden Höhepunkt des Ganzen den Aussichtsturm mit 23 Meter Höhe, von dem aus ihr von ganz oben aus habt ihr einen wunderbaren Blick auf die grandiose Saarschleife. Wirklich unvergesslich, einer der schönsten Blicke, die man, glaube ich, haben kann im Saartal. Das Ganze kostet euch 12,50 Euro Eintritt und ihr solltet schon etwas schwindelfrei sein, um diesen Turm zu besteigen. Er ist übrigens barrierearm. Man kann ihn bequem mit dem Rollstuhl oder auch mit dem Kinderwagen erreichen. Unten vor diesem hohen Aussichtsturm gibt es einen Aussichtspunkt und von dem aus habt ihr ebenfalls einen wirklich sehr, sehr schönen Blick auf die Saarschleife. Diese Aufnahmen sind zum Beispiel von dort aus gemacht. Hier haben wir mal ein Ausflugsschiff im Zeitraffer einmal rund um die Saarschleife fahren lassen.
Nach diesen wunderbaren Ausblicken auf die Saarschleife fahren wir nun langsam zurück nach Saarburg. So, nun wollen wir euch den Stellplatz vorstellen, auf dem wir eine Woche gestanden haben. Der Stellplatz Reisemobilpark Saarburg liegt direkt an der Saar und es ist Platz für 100 Wohnmobile auf Parzellen, die ca. 65 bis 75 Quadratmeter groß sind. Schatten gibt es nicht so viel, aber Sattempfang funktioniert gut. Der Platz ist direkt angeschlossen an den Saarradweg und die hübsche Altstadt von Saarburg, die liegt etwa in 15 bis 20 Gehminuten entfernt. Hier das Willkommensschild und wenn ihr den Reisemobilpark besucht, dann sucht ihr euch auf dem Platz erst einmal eine geeignete Parzelle aus, füllt dann die Anmeldung aus und geht zur Rezeption. Die sieht so aus und direkt daneben gibt es ein kleines Café, man kann bei geeignetem Wetter sehr schön draußen sitzen und Kleinigkeiten zu sich nehmen und mit anderen Campern quatschen. An der Rezeption sitzen immer super freundliche Mitarbeiter des Reisemobilparks und stehen einem mit Rat und Tat zur Seite. Ihr könnt euch dort Tipps holen für Ausflüge und auch eure Fragen stellen. Die Winzerfamilie Islands, die betreibt diesen Platz und macht natürlich auch Weinproben und ihr könnt dort auch Wein kaufen. Wunderbaren Kuchen gibt es draußen zu essen, meistens selbst gebacken und mega lecker. Der hat uns sehr über die schlechten Wetterphasen unseres Besuches an der Saar hinweggeholfen. Der Stellplatz, wie gesagt, ist sehr, sehr angenehm. Es ist Wiese vorhanden und ab und zu braucht ihr sicherlich auch einmal Keile, um dort etwas ein bisschen anzupassen. Auf dem Stellplatz gibt es einen Automaten, Hofgutautomat. Hier kann man Produkte aus der Region kaufen. Es handelt sich um Fleischwaren, um Fertiggerichte und all solche Dinge. Also sehr angenehm. Es gibt auf diesem Platz auch Duschen und Toiletten und eine Spülgelegenheit für euer Geschirr. Also eine feine Sache. Die Damendusche hier 1,50 Euro für 4 Minuten, also absolut verträglich. Und hier schauen wir jetzt noch einmal in die Duschräume hinein. Alles super sauber und ordentlich. Also dieser Reisemobilpark Saarburg hat uns wirklich sehr, sehr gefallen. Da kann man es aushalten. Und jede Menge Ausflugsmöglichkeiten gibt es, wie gesagt, auch. Alugas und normale Gasflaschen kann man tauschen. Dieser Service wird ebenfalls angeboten. Und dann kommt von April bis Oktober das Backmobil jeden Tag vorbei und ihr könnt frische Backwaren direkt am Platz kaufen. Hier sehen wir uns nochmal die Ver- und Entsorgung an, das ist auch alles gut gelöst. Hier der Bodeneinlass für Grauwasser und fürs Frischwasser müsst ihr allerdings wie üblich auf den meisten Plätzen etwas bezahlen. Hier noch einmal die Entsorgungsmöglichkeit für die Chemieklos. Ja, da ist der Frischwasserautomat und das kostet die üblichen Cent pro Liter, also alles okay. Die Entsorgungsgebühr für Durchreisende, die steht hier ebenfalls und ein Schild warnt nochmal davor, das Schließen des Abwassertanks zu vergessen. Ja, inzwischen war es richtig Herbst geworden, alles hat sich wunderbar verfärbt und vor allen Dingen der Wein in allen möglichen schönen Gelb- und Rottönen. Und weil das so schön aussah, wollen wir euch zum Schluss unseres Videos noch einmal ein paar farbenfrohe Impressionen aus dem Saartal zeigen. Ein wunderbarer Besuch dort geht für uns zu Ende und wir sind uns sicher, dass wir nach Möglichkeit auf jeden Fall nochmal an die Saar zurückkehren möchten,
um uns noch viel mehr anzusehen, was diese Region bietet. So, und der Rucksack, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, und für alle, die es noch nicht wussten, wir sind ja bald bei 6000 Abonnenten. Genau, und wie gesagt, die Videos ab Grumsin oder mit inklusive Grumsin müsst ihr schauen, um den Rucksack gewinnen zu können, weil die Frage wird sich auf unsere Videos beziehen. Genau. Seitdem gibt es ja immer was in den Rucksack rein, und da wir ja Weingebiete besucht haben, ist das jetzt auch ein bisschen weinlastig geworden. Aber es gibt jetzt hier auch von Van Volksem gibt's einen wunderschönen Riesling dazu. Genau. Ganz lecker. Haben wir uns sehr darüber gefreut, dass das Weingut auch etwas zur Verfügung gestellt hat. Für euch. So, für euch, genau. Also. Und? Die Flasche wandert jetzt. Ein wunderschöner Riesling. Upsi. Hier aus dem. Mit einer Hand den Rucksack aufmachen. Wandert jetzt in euren Rucksack. Hier aus dem Saartal. Also, wenn ihr gewinnen wollt, es kommt noch ein Video mit der Frage und so weiter. Müsst ihr einfach drauf achten. Aber wenn ihr Abonnenten des Kanals seid, wenn ihr immer schön dranbleibt, dann wisst ihr ja eh Bescheid. Also, wie gesagt, nochmal ganz lieben Dank an das Weingut Van Volksem, genau. Und dem Chef. So, und ja, das war es auch für dieses Video. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Und wir bleibt uns gesund. Genau, bleibt gesund, und den Rest kennt ihr ja. Genau. Also, Daumen und so weiter. Pipapo. Bis dann. Also, tschüss. Tschüss.